Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 15 Sekunden. Klickt oben rechts auf das i. Dort verlinke ich euch mal meinen geplanten Livestream, der um 20.05 Uhr heute stattfinden wird. Was heute reinkommt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich denke mal Skull und die weibliche wird heute aus dem Shop verschwinden. Let's go. Ich hatte recht. Die sind jetzt erstmal weg. Oh, Crazy Boy Emote. Das wollte jemand haben. Aus den Kommentaren, der schon sehr lange drauf wartet. Zombifiziert. Auch sehr, sehr nice. Ich glaube, das ist kein neues Emote. Ich bin gespannt, was ganz links ist. Soll ich hingehen? Ganz langsam. Es muss irgendwas sein. Es sind die Zombie-Fußball-Skins. Nice. Die sind wieder am Start. Sehr, sehr freshe Skins. Also ich finde, das sind somit die besten Fußballskins, die es gibt. Die normalen Standard-Fußballskins sind langweilig, aber das hier ist was wirklich krasses. Allein das Backbling. Und gönnt euch das mal. Perfekt. Hat sogar verschiedene Stile, könnt ihr hier alles einstellen, die Nummer. Und ich glaube, die Farbe nicht. Anscheinend kann man die Farbe nicht ändern. Das bleibt dann so. Das Backbling ist immer gleich. Wenn ich mir eine holen würde, boah, ist das schwierig. Also die nicht. Ja, die hier würde ich, glaube ich, holen. Ist ein ganz chilliger Charakter eigentlich. Was haben wir hier? Die würde auch noch klar gehen. Nice. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr auf die Fußballskins gewartet habt. Das ist ein cooles Backbling. Aber nur wegen dem Backbling mir das kaufen, also den Skin kaufen, weiß ich nicht. Aber hey, cooler Charakter. Der sieht auch echt gruselig aus, Alter. Aber die sind wieder zurück. Ich glaube, nach einem Jahr müsste das Ganze gewesen sein. Wir schauen auch gleich nach. Erinnert mich irgendwie an OG Ghoul-Trooperin hier. Ja, es geht auch der Charakter-Fit. Der geht auch einigermaßen klar. Sonst haben wir alle durchgeskippt. Steinherz, okay. War schon öfters im Shop da gewesen. Nichts Besonderes mehr. Genau das auch nicht. Skippen wir schnell durch. Was haben wir hier? War auch schon echt oft im Shop da gewesen. Auch nichts Besonderes mehr. Hat zwei Stile hier. Und einmal hier Standard und Violett. Violett finde ich ganz cool eigentlich. Was haben wir hier noch? Das gleiche auch hier. Backbling finde ich okay, okay. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Einmal in Violett und das gleiche auch einmal hier beim Skin. Sonst gibt es hier noch Spitzhacken, die für den Preis cool sind. Eindeutig. Passender Sound, der ist auch perfekt. Die, ja, langweilig, langweilig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Eisbrecher, chillige Hacke, cooler Sound, Preis ist okay, perfekt. Dann haben wir hier, was ist das? Cooles Emote, ja, fresh, fresh. So, ich schau mal kurz nebenbei nach, was so selten heute ist. Aber wir wissen es ja so halbwegs, was heute selten ist. Ich kann es euch sagen, und zwar sind die Fußballskins zuletzt vor knappen 345 Tagen zuletzt im Shop da gewesen, meine ich. Ja, doch, doch. Also hier gibt es auch noch ein seltenes Emote. Dazu kommen wir gleich. Gesandte für 800. Perfekt, oder? Kann man nicht meckern. Das ist cooles Emote. Aber darauf habe ich nicht gewartet. Ich warte immer noch auf ein anderes. Das war auch zuletzt vor 345 Tagen zuletzt im Shop da gewesen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Crazy Boy. Chilliges Emote. Und dann haben wir hier noch Recon, John Wick und die passende Pickaxe dazu und die Emotes. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.